Servus Leute, zurück zu Let's Play The Elder Scrolls Legends. Wir haben jetzt schon mal 2-0 mit einem leckeren Mönchsdeck. Ja, es läuft im Moment. Hoffentlich läuft es auch demnächst weiter. Versuchen wir uns mal gegen einen Aggro-Spieler. Ja. Öffnet die Tore! Wir haben einige Entzugmechanics, wir haben einige Taunts. Also eigentlich bin ich recht gut gegen Aggro-Spieler, glaube ich. Zusätzliche Macht für alle! Zusätzliches Magiker? Ein weiteres Exemplar. Okay. Not bad. Wir tanzen in den Flammen. Die buffen sich gegenseitig im Idealfall. Ihr macht mir keine Angst, feiger Skeber. Oh, und vernichten dadurch die beiden. Ihr macht mir keine Angst, feiger Skeber. Und den töte ich auch? Das ist ja super. Blut und Dornen! Oh. Blut und Dornen! Schaut euch diesen Value-Vorteil an. Sagt mir einfach, wen ich verprügeln soll. Sagt ihm einfach, wen er verprügeln soll. Beschwöre einen jungen Wolf in einer anderen Reihe. Das ist natürlich jetzt ein Nachteil. Blut und Dornen! Er ist zwar ein Spieler, aber ganz ehrlich, ich habe gerade einen großen Vorteil. Glaube ich. Hat er. Stimmt, ich habe da was vergessen. Der Vorteil ist, er kann sich jetzt gerade nicht viel. Die Hundis reichen vollkommen. Punkt. Ich will jetzt doch nicht ihm wieder die Karten geben. Das war ein Fehler von mir. Faszinierend. Das war klug gespielt. Ihre Verteidigung wird nicht standhalten. Da muss ich den spielen. Der ist auch eine gute Lösung. Kaiserliche Soldaten ergeben sich nie. Wir müssen ihre Reihen durchbrechen. Der Hundi, der ist irgendwie useless. Aber die Reihe ist verschafft. Das ist gut. Nach Sofengarde mit euch! Aber wir können gleich richtig gut Leben wieder dazu gewinnen. Und das werde ich auch. Das habe ich auch vor. Brennt alles nieder! Keine Gnade! Keine Gnade! So, da bin ich wieder. Viel zu back in business. Und ich muss leider jetzt auch triggern, weil extra Leben. Ja, das ist in Ordnung so. Ich schlage sie zurück. Der Wald duldet eure Gegenwart nicht. Aha, okay. Ist egal. Prinzipiell, weil... Khajiit hat einfach genug. Danach... die Spinnenhöhle einfach den Value anschmeißen. Und die Gramfestwache? Bei den Dreien, ich werde euer Blut vergießen. Dafür werdet ihr bezahlen. Dafür werdet ihr bezahlen. Keine Gefangenen? Ah, der ist mir zu wertvoll. Dafür werdet ihr bezahlen. Lassen wir es so. Ich habe 9 Schaden auf dem Board. Das ist mein Tag. Mir gefallen unsere Chancen. Shit.
Mir gefallen unsere Chancen. Mir nicht, mir nicht. Ah, mir gefallen unsere Chancen. Yeah. Keine Gefangenen! Auf dieser Straße müsst ihr bezahlen. Ich überlege gerade, ob da irgendwie so noch was Sinnvolles ist. Nein. Stopp, Zwit! Oh, okay. Na dann mal los. Auf der rechten Seite habe ich ein Problem. Ich habe generell ein Problem. Oh, bewege eine Kreatur. Das ist eine Lösung. Und kein Problem. Oh, das ist auch eine Lösung. Dann machen wir das so. Jetzt da rein. Geld oder Leben. Moment, der kann ja angreifen. Oh, shit. Oh, shit, das war ein Fehler meinerseits. Tja, mein Value Giver ist deutlich wertvoller. Ich sollte nicht weiter angreifen, weil dann kann ich mit ihm noch einmal kostenlos angreifen. Ich könnte ihn auf 11 runterprügeln. Dann hätte ich kein Lethal in der nächsten Runde, also von daher passt es schon. Ihr macht mir keine Angst, Feigersgeber. Du machst mir auch keine Angst, du bist nämlich Freebie gewesen. Holy Macaroni, zum Glück habe ich einen Rule. Hm, auch nicht schlecht. Ja, das Problem ist, der könnte noch was Hässlicheres haben, aber es ist eben gerade eine gute Lösung für mein Problem hier und ich muss zugeben, ich muss jetzt all in gehen. Auswärmen! Weil das, was er hat, ist gefährlich. Ja, und was da kommt, könnte auch gefährlich sein. Das wird wunderbar. Nein, ist es nicht. Da habe ich perfekte Lösung dafür. Dich. Wir müssen ihre Reihen durchbrechen. Mehr Life für alle. Gut, sieht gut aus. Kommt und wärmt euch auf. Ich bin zu allem bereit. Ich bin zu allem bereit. Oh, shit. Oh, shit. Für ganz aus Gedärme. Der hätte fast gewonnen. Oh, das will ich mal. Das will ich mal spielen. Sehr knappes Ding. Dafür werdet ihr bezahlen. Das hätte noch nach hinten gehen können. Ist es aber nicht. Lauter Titel. Wähle deine Belohnung. Oh. Die ist schlecht. Ja gut, Pfeil ins Knie. Ah, damit kann man Einzelkreaturen loswerden. Das ist nicht schlecht. Der Herausforderer triumphiert. Das sollte interessant werden. Wir versuchen es einfach weiterhin gegen diese Orks, Agro-Spieler. Waffenspieler. Schauen wir mal. Zweiter, das ist schon mal hervorragend. Wolfsrudel nicht unbedingt. Okay, Dünenpirsche. Mich hält nichts zurück. Solange du keine Karten in der Hand hast, ist das mal nicht so schlimm. Viel zu einfach. Ich leg dich da Euer mal Kopf hier gehört hin. Mir. Das wird wunderbar. Jetzt muss ich einen Teufelsgriff spielen, weil das ist zu viel Schaden, was da kommen kann. Das ist nett. Das ist eigentlich auch eine Lösung. Eigentlich eine gute sogar. Khajiit hat genug. Bei den Dreien, ich werde euer Blut vergießen. Geld oder Leben. Der geht da rüber, dann kann er die auch loswerden. Mich hält nichts zurück. Maul auf. Euer Kopf gehört mir. Das wird wunderbar. Jetzt brauche ich einen Teufelsgriff. Oh, shit. Die ist noch deutlich bessere.
Khajiit hat genug. Ich greife ihn nicht an. Value. Agro-Spieler müssen mit Value bekämpft Bleib werden. Wacker, Orks. Maulo. Das ist Euer gut. Das ist auch mir. Gut. Das ist super. Das ist perfekt. Und ich bin safe. Wie machen wir das am klügsten? Jo. Ausschwärmen! Erstmal hier ein Taunt, damit sie geschützt ist und ihn vernichten. Wir tanzen in den Flammen. Gut, das sieht hervorragend aus. Aber warten wir ab. Ja, der kommt ohne Boni. Wir müssen uns verbünden. Ja, das bringt dir aber nichts mehr. Keine Bündnisse hier. Das wurde abgelehnt. Schönes Ding. So viel zu deinem Verbünden. Nicht angreifen. Für den Ruhm der Orshima. Oh shit. Jetzt habe ich ein Problem. Jetzt habe ich ein großes Problem. Den muss ich loswerden. Ah, damit kann ich ihn nicht loswerden. Damit auch nicht. Da muss ich jetzt auf Value gehen. Kaiserliche Soldaten ergeben sich nie. Bleibt standhaft, Brüder. Okay, ich kann ihn besiegen. Ich sollte ihn besiegen, ich werde ihn besiegen. Punkt. Ich habe meinen Zorn so lange unterdrückt. Nein! Probier das doch mal an. Die ist zu mächtig. Die ist zu mächtig. Na gut, ich kann sie besiegen. Oh, das war nicht schlecht. Was kann der? Ziehe einen zufälligen Ausdauer und eine andere Verbindung Orks erhalten. Ah, der ist lästig. Ich brauche Value, oder? Nein. Taunt brauche ich. Wir müssen ihre Reihen durchbrechen. Keine Gnade! Der muss weg. Der muss auf allen. Auf jeden Fall muss er weg. Ich habe hier auf jeden Fall Value-Generator. Das sind beides zwei Kreaturen mit Taunt, die super Werte haben. Nämlich Werte, die den Gegner stören. Ich bin zu allem bereit. Genug! Das war schlechte Reihenfolge. Das wird wunderbar. Das wird wunderbar. Der Fluch ist extra noch für dich aufgehoben. Liepen ist. Dafür werdet ihr bezahlen. Das Vipernest wird auf der linken Seite, ja, auf der linken Seite hervorragende Wirkung haben. Die werden den Blutpreis bezahlen. Verzieht euch, Scheiße. Ich hab ja den, das noch nicht. Ah, das hilft mir. Den Klippenläufer, der hilft mir bis dahin, bis das Vipernest kommt. Das hilft mir auch. Ja, das ist auch nicht schlecht. Ja. Perfekt. Dann kann ich hier Value spielen. Okay, die Spinnen taugen schon was. Gemeinsam sind wir stark. Der taugt nichts. Das war eine Niete für ihn. Aha, Entzug. Aha, gut. Ja. Und jetzt? Warten. Gemeinsam sind wir stark. Komm schon! Der Hausgenosse, sehr schön. Mich überlisten die nicht. Ich könnte schon auf Value langsam gehen. Auf Angriff. Einheit bekommt schon! Der ist jetzt stark geworden. Aber er kann sich nicht bewegen. Ist das super. Dann muss ich nicht mal durchdringenden Speer machen. Dann kann ich einfach mit der tödlichen Spinne angreifen. Oh, ich generiere gerade so viel Value. Nur aus der Zeit. Mich hält nichts zurück. Die Zeit spielt gegen ihn, so wie es aussieht. Ah, das war der Falsche. Andererseits... Ich habe nur Removal, prinzipiell. Greifen wir erstmal ganz normal an.
Ja, passiert. Dann. Viel zu einfach. Oh, der wurde dadurch auch schlechter. Dafür werdet ihr bezahlen. Ja. Oh, es triggert irgendwas. Ich bin aber vorbereitet. Hoffe ich. Das wird ja wunderbar. Was mache ich da? Ich mache da das da. Das war wegen Oversized, aber der macht mir sonst zu viel Schaden. Das ist die einzige Chance, die er noch hatte, mich zu besiegen. Na dann mal los, unterhaltet mich. Die werden den Blutpreis bezahlen. Euer Kopf gehört mir. Verzieht euch, Geißel. Was habe ich gesagt? Die letzte Chance, mich zu besiegen? Er ist ein bisschen nah diesem Ziel, mich zu besiegen. Viel zu erst angreifen einfach. Alles cool. Dafür werdet ihr bezahlen. Dafür werdet ihr bezahlen. Mit eurem Blut. Wir müssen ihre Reihen durchbrechen. So sorge ich dafür, dass diese Kreatur schwierig zu knacken ist. Schwieriger. Na dann mal los, unterhaltet mich. Ich habe meinen Zorn zu lange unterdrückt. Boah, noch ein. Ernsthaft? Ich habe meinen Zorn zu lange unterdrückt. Schmeckt meine Macht! Hauerlose Welpe! Okay. Puh. Das sah gerade echt böse aus. Aber wir haben zum Glück gewonnen. Viel zu einfach. Das würde ich jetzt nicht unbedingt sagen. Das ist viel zu einfach. Und zwar spannend am Ende nochmal. Am Ende, man merkt, es ist klug, die Runen nicht zu brechen, weil am Ende, da hauen sie nochmal Zeug raus, da wird mir Angst und Bange. Wer kämpft an der Seite des Herausforderers? Oh. Ja, der Manticore ist ein guter Verbündeter. So ein Manticore im Late Game? Ich habe häufig genug die Spinnenhöhle schon spielen können. Ein weiterer Schritt hin zum ultimativen Ruhm. Das ist hervorragend. 4-0. So was hatte ich schon lange nicht mehr und es geht weiter. Aber erst beim nächsten Mal. Vielen Dank fürs Zusehen und ciao, bis zum nächsten Mal.